Okay, gehen wir ein paar Beispiele durch und anhand dieser Beispiele wird es dann, glaube ich, sehr anschaulich, wie Eisenhower funktioniert, wie das Eisenhower-Prinzip in der Praxis wirklich angewendet wird. Wir gehen jetzt Punkt für Punkt durch und schauen uns jeweils an, was ist das für eine Aufgabe, welche Kategorie können wir dieser Aufgabe zuweisen. Antragsfrist morgen einhalten. Stell dir vor, du arbeitest in einem Unternehmen und ihr stellt irgendein Produkt her, was man zulassen muss. Und diese Zulassung, die muss man beantragen bei einer deutschen Behörde und da läuft morgen Abend die Antragsfrist ab. Erfahrungsgemäß zeigen deutsche Behörden in Sachen Fristverzug wenig Toleranz und wenig Flexibilität. Das heißt, das Ding muss auf jeden Fall pünktlich eingereicht werden. Und nehmen wir auch mal an, es geht um ein richtig wichtiges Produkt, also es geht um eines der zentralen Produkte des Unternehmens. Welche Art der Aufgabe ist das? Überleg mal, ist das wichtig? Ja, nein? Ist das dringend? Ja, nein. In meinem Kopf wäre das eine A-Aufgabe. Das ist etwas, was wichtig ist, denn wenn das Produkt nicht zugelassen wird, dann entsteht ein unglaublicher Schaden, dann kann das Produkt nicht verkauft werden, dann verliert man vielleicht Geld, dann müssen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen entlassen werden. Also unglaublich wichtig und gleichzeitig ist es dringend. Allerdings könnte man hier verschiedene Fälle unterscheiden. Wenn ich nur noch die E-Mail abschicken muss, ist es nicht zwingend eine A-Aufgabe, dann könnte es auch eine B-Aufgabe sein. Dann könnte ich es nämlich für morgen Nachmittag terminieren, dann schicke ich einfach nur noch die E-Mail ab. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich ja den Antrag vorher noch schreiben muss. Und wenn ich den Antrag vorher noch schreiben muss, naja, dann ist noch einiges zu tun und vielleicht brauche ich da noch ein paar Stunden. Und wenn ich morgen Nachmittag damit erst anfange, dann ist schon viel zu spät. Für mich also in diesem Fall eine A-Aufgabe. Nächste Aufgabe: Spam-Mails beantworten. Stell dir vor, du kriegst eine E-Mail von einem Geschäftsführer einer senegalesischen Großbank und die teilt dir mit, dass du 150 Millionen US-Dollar gewonnen hast an einem Gewinnspiel, wo du nicht mal teilgenommen hast. Und das Einzige, was du jetzt tun musst, damit dieses Geld bei dir auf dem Konto landet, ist, du musst eine Transaktionsgebühr von 500 Dollar überweisen und das auch noch auf ein Konto auf den Cayman Islands. Also du verstehst schon, typische Spam-Mail. Die Frage ist, was ist das für eine Art von Aufgabe? Viele würden sagen, naja, das ist wirklich eine D-Aufgabe. Das ist eigentlich überhaupt keine Aufgabe. Wer würde ja auf die Idee kommen, auf so eine E-Mail zu antworten? Nur ganz, ganz wenige. Und deswegen würde ich sagen, naja, das ist eben ein Beispiel für einen To-Do, was man nicht delegieren sollte, was man nicht an einen Praktikanten oder eine Praktikantin weitergeben sollte, sondern was man wegwerfen sollte. Auch die Zeit der eigenen Praktikanten ist unglaublich wertvoll und deswegen wäre das hier ein typisches Beispiel für eine D-Aufgabe. Da ist jede Sekunde, die ich investiere oder die eine Praktikantin oder ein Praktikant investiert, eigentlich verlorene Zeit. Deswegen wegwerfen, D-Aufgabe. Gehen wir weiter. Neukunden akquirieren. Das ist tricky. Was für eine Art der Aufgabe ist es, Neukunden zu akquirieren? Ist das wichtig? Ist das dringend? In meinem Kopf ist das eine typische B-Aufgabe. Neukunden zu akquirieren ist eigentlich für praktisch jedes Unternehmen wichtig. Es gibt kein Unternehmen, das ich kenne, das sagt, wir brauchen keine Neukunden. Ja, uns sind die Kunden komplett egal. Und gleichzeitig ist es aber in der Regel nicht hochdringend in dem Sinne, dass ich den Telefonanruf, dass ich den Brief, dass ich die E-Mail auch durchaus noch in der Stunde schicken könnte. Ich muss das nicht jetzt in diesem Moment machen. Ich könnte es nachher machen oder morgen, in vielen Fällen vielleicht sogar nächste Woche oder nächsten Monat, ohne dass schlimmer Schaden entstehen würde. Ich kann es nicht total weit aufschieben, aber es muss auf jeden Fall nicht jetzt im Moment gemacht werden. Deswegen ist das für mich eine typische B-Aufgabe. Kritische Dokumente freigeben. Stell dir vor, du arbeitest in einem Unternehmen, das hat mehrere Standorte in Deutschland. Du sitzt irgendwie in Süddeutschland und ein anderes Team sitzt in Berlin und dann ruft Berlin an und sagt, hier Leute, wir waren doch letztens gemeinsam auf der Konferenz in Köln und haben da zusammen an einem PDF gearbeitet. Wir dachten, es wäre in der Cloud, jetzt haben wir aber gemerkt, es war nur auf dieser lokalen Festplatte, die liegt jetzt gerade bei euch. Wir brauchen das PDF unbedingt, hier kann niemand weiterarbeiten. Wir sitzen alle irgendwie vor dem Bildschirm und können nichts tun. Könnt ihr uns das schnell per E-Mail senden, bitte.
Was für eine Aufgabe ist das? Also für mich wäre das eine A-Aufgabe. Das ist ganz offensichtlich dringend, ja. Also die Bänder stehen still, niemand kann weiterarbeiten ohne dieses Dokument. Das heißt, es macht einen großen Unterschied, ob ich das jetzt sofort mache oder erst morgen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist. Es sind nicht unbedingt meine Prioritäten, aber es sind meine Kollegen. Wir arbeiten alle in demselben Unternehmen. Wir haben vielleicht ein gutes Verhältnis miteinander und deswegen möchte ich meinen Kollegen helfen. Und deswegen ist es für mich eben auch wichtig, eine A-Aufgabe. Ich könnte mir jetzt noch ein Szenario ausmalen, wo mir die Kollegen total egal wären, wo ich sagen würde, das ist doch nicht mein Problem, das fällt nicht unter meine Zuständigkeit. Aber das ist eher selten. Normalerweise sind die Prioritäten von Kollegen sind auch meine Prioritäten und deswegen wäre das ja eine typische A-Aufgabe und nach dem Eisenhower-Prinzip würde das heißen, sofort alles stehen und liegen lassen, die Festplatte raussuchen, das PDF per E-Mail schicken, damit die Leute in Berlin weiterarbeiten können. Hotel buchen für Messebesuch. Was für eine Aufgabe ist das? Naja, in meinem Kopf habe ich jetzt mal gedacht, okay, wir sind ein Unternehmen, das stellt irgendein technisches Produkt her, ein Smartphone zum Beispiel, und wir fahren auf so eine Messe für ja, Smartphone-Geräte. Und ich bin dort in diesem Unternehmen die Verkaufsleiterin, Vertriebsleiter, und ich bin dafür zuständig, jetzt diesen Messebesuch auch zu leiten, zu organisieren. Ich nehme die ganze Mannschaft mit, wir sind irgendwie dann 12 Leute. Und natürlich, 2 Wochen vor einem Messebesuch werden die Hotelzimmer immer seltener, sie werden vor allem immer teurer, also ist das eine dringende Aufgabe. Irgendwann gibt es keine Zimmer mehr und dann haben wir ein großes Problem. Aber für mich als Vertriebsleiter gibt es wichtigere Dinge als Hotels zu buchen. Ich muss mich noch um ganz andere Sachen kümmern. Und weil ich als Vertriebsleiter ja mein eigenes Team habe, eine Verkaufsleiterin hat vielleicht, keine Ahnung, 10 Mitarbeiter, vielleicht noch 2, 3 Praktikanten und Praktikantinnen, ich würde das delegieren. Das ist für mich nicht wichtig, aber es ist dringend. Deswegen ist es in meinem Kopf eine C-Aufgabe. Ich würde das jetzt an einen Mitarbeiter delegieren oder an meine Praktikantin. Die können das Hotel buchen. Das muss sofort gemacht werden, also heute noch. Aber ich muss mich nicht selbst drum kümmern. Wenn ich jetzt unglücklicherweise ein Praktikum in diesem Unternehmen mache und bin vielleicht mitten in meinem Studium, dann bin ich wahrscheinlich der, der das Ganze delegiert bekommt. Und dann ist es für mich eine A-Aufgabe. Aber wenn ich die Vertriebsleiterin bin, dann wäre es zum Beispiel ganz klar eine C-Aufgabe. Das muss sofort gemacht werden, aber das mache ich nicht selbst. Büroschränke neu streichen. Was für eine Art der Aufgabe ist das? Ist das wichtig? Ist das dringend? In meinem Kopf wäre das ganz klar eine D-Aufgabe. Ich glaube, dass das weder wichtig noch dringend ist. Büroschränke neu zu streichen, das klingt so nach einer Art Ablenkungsmanöver, damit man die wirklich wichtigen Sachen nicht bearbeiten muss. Wir kennen das alle noch aus der Schulzeit oder aus der Ausbildung, aus der Studienzeit. In dem Moment, wo ich für einen Test lernen musste, in dem Moment, wo ich für eine Prüfung lernen musste, in dem Moment habe ich angefangen, die Wohnung zu putzen und habe angefangen, das Geschirr zu spülen. War das wirklich wichtig? Nein, sonst hätte ich es doch schon längst gemacht. Aber es war besser als zu lernen. Es war eine kleine Ablenkung, damit ich mich nicht um die wirklich wichtigen, um die unangenehmen Dinge kümmern muss. Und ich würde sagen, insofern ist auch Büroschränke neu streichen eine Ablenkung, ist die D-Kategorie. Wenn das irgendwann mal dringend werden sollte, will ich nicht wissen, wie es dort vor Ort aussieht. Wenn das irgendwann mal wichtig werden sollte, weil Kunden abspringen aufgrund des Aussehens der Büroschränke, dann will ich nicht wissen, wie es aussieht. Im Normalfall wäre das hier ein klassisches Ablenkungsmanöver und deswegen Kategorie D, das heißt überhaupt nicht tun. Nicht delegieren, nicht selbst machen, einfach wieder vergessen, To-Do streichen. Mitarbeitergespräch führen. Stell dir vor, du bist Führungskraft in einem Unternehmen. Du hast 6 bis 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich gehört es dazu, einmal im Jahr oder auch mehrmals ein Mitarbeitergespräch zu führen. Was für eine Art der Aufgabe ist das für dich? Ich glaube, das ist eine typische B-Aufgabe. Ein Mitarbeitergespräch zu terminieren, was einmal im Jahr stattfinden muss, ist in der Regel nicht dringend. Wenn ich frühzeitig plane, dann kann ich das Mitarbeitergespräch jetzt machen oder heute Abend oder morgen oder nächste Woche, vielleicht sogar noch nächsten Monat.
Wenn das dringend wird, habe ich vorher schon viel versäumt. Dann habe ich einige Fristen schon streichen lassen. Gleichzeitig glaube ich aber, es ist wahrscheinlich eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr einer Führungskraft. Das sehen leider außer mir nicht viele so, aber ich glaube, dass es eigentlich mit zum Wichtigsten gehört, was eine Führungskraft überhaupt zu tun hat. Nämlich für die eigenen Mitarbeiter da sein. Und Mitarbeitergespräch ist auch keine Einbahnstraßenkommunikation. Für mich heißt das, nicht nur dem Mitarbeiter sagen oder der Mitarbeiterin, was sie gut und was sie schlecht macht, worin sie sich verbessern könnte, was mir gefällt, was mir noch nicht so gefällt, wo die Entwicklungsmöglichkeiten sind, sondern es geht vor allem auch darum, mir Feedback einzuholen. Also wie bin ich denn als Führungskraft? Werde ich als gute Führungskraft erlebt oder nicht? Was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Woran könnte ich selbst noch arbeiten? So ein Mitarbeitergespräch ist unglaublich wertvoll. Nichts drückt so viel Wertschätzung, nichts drückt so viel Respekt aus wie der verantwortungsvolle Umgang mit einem Mitarbeitergespräch. Das heißt, für mich gibt es als Führungskraft kaum etwas Wichtigeres im Jahr als dieses Gespräch. Soll heißen, typische B-Aufgabe. Ich muss es nicht hier und jetzt sofort machen, aber es ist unglaublich wichtig und deswegen ist es eine B-Aufgabe. Ich terminiere das und rufe dann meine Mitarbeiterin an oder meinen Mitarbeiter und sage, Olaf, hier, ich habe diese Woche ein bisschen was zu tun. Können wir das am Dienstagnachmittag nächste Woche machen? Ja, kein Problem, super, ist terminiert und am nächsten Dienstag sehen wir uns dann. B-Aufgabe. Kaffeemaschine reparieren. Was für eine Art der Aufgabe ist das? Das kommt jetzt so ein bisschen auf den Kontext an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre wieder in so einem großen Unternehmen, ich bin dort die Geschäftsführerin und ich weiß ganz genau, wenn die Kaffeemaschine ausfällt, dann sind meine Leute nicht mehr so arbeitsfähig. Da bin ich mir im Klaren drüber. Ab einer gewissen Größe ist Kaffee ein Grundnahrungsmittel in Unternehmen und es würde jetzt relativ viel Schaden entstehen. Das heißt, es ist sehr, sehr dringend. Das kann nicht bis nächste Woche warten. Wahrscheinlich kann es nicht mal bis morgen warten. Eine Kaffeemaschine, die nicht funktioniert, das ist ein dringendes Problem. Aber ich bin ja Geschäftsführerin von so einem Unternehmen, wo richtig viele Leute arbeiten. Ist es für mich im Vergleich zu allen anderen Dingen, die ich so zu tun habe, ist es für mich wirklich wichtig? Und da würde ich sagen, naja, nicht so richtig wichtig im Vergleich beispielsweise dazu, einen neuen Großkunden an Land zu ziehen oder mit den Aktionären zu sprechen. Oder gerade eine Krise zu bewältigen. Oder die neue Geschäftsentwicklung zu planen. Innovationen einzuführen. Das sind Dinge, die wahrscheinlich wichtiger sind als die Kaffeemaschine. Also ist das für mich als Geschäftsführerin eine C-Aufgabe. Hier könnte man aber auch einen Kontext bauen, wo es einen anderen Buchstaben gibt. Ich als Selbstständiger zum Beispiel, für mich war das über Jahre hinweg eine A-Aufgabe. Ich war angewiesen auf den Kaffee, ohne Kaffee ging es nicht. Und gleichzeitig hatte ich niemanden, an den ich es delegieren konnte. Deswegen musste ich selbst machen oder vielleicht sogar einen Techniker rufen, aber als Selbstständiger in der Anfangszeit hat man auch für sowas nicht so unglaublich viel Geld. Deswegen heißt es in der Regel selber machen. Wenn ich Geschäftsführerin von so einem großen Konzern bin, kann ich das delegieren. Entweder an eigene Mitarbeiter, vielleicht habe ich sogar ein eigenes Technikteam, ein Facility Management, was sich um sowas kümmern kann. Oder ich kann es an den externen Dienstleister delegieren. Vielleicht habe ich einen Rahmenvertrag mit dem Hersteller der Kaffeemaschine. Und dann würde ich versuchen, dem Druck zu machen, dass der auf jeden Fall heute noch kommt. Wäre für mich dann also eine C-Aufgabe. Für manche Selbstständige ist auch eine A-Aufgabe. Und man könnte hier noch einen fiktiven Fall anbringen, wo das Unternehmen so klein ist und vielleicht aus 4 Mitarbeitern nur besteht und niemand wirklich gerne Kaffee trinkt, da wäre das dann tatsächlich eine D-Aufgabe. Es ist nicht wichtig, weil es trinkt sowieso niemand Kaffee und es ist deswegen auch überhaupt nicht dringend und genau deswegen sollte ich es gar nicht bearbeiten. Das wäre ein fiktiver Fall, aber du siehst, je nachdem, wie man den Kontext darum baut, könnte es mal A, mal B, mal C und mal D sein. In meinem Fall wäre das eine klare C-Aufgabe.